Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur 50. Episode Let's Play Terra Rising mit Sashia aka Yoshimitsu und Mikandia. Hallöchen. Servus. Hallo. 50 Folgen, Wahnsinn. Wer hätte am Anfang gedacht, dass dieses Projekt schon so lange geht? Aber der Spaß und die Freude hat es natürlich ermöglicht, liebe Freunde. Ja. So, wir haben schon... Was? Ich kann dir, willst du noch eine Rede halten? Ne, ich wollte noch sagen, auf jeden Fall. Nein. Okay, ich hab gedacht, du willst dich jetzt ein bisschen artikulieren hier. Nee. Ja, wir haben jetzt schon etwas länger nicht mehr aufgenommen, kann man auch dazu sagen. Das letzte Mal war natürlich unsere zweite Instanz. Ja, war heftig, ne Freunde? Ja, Kindergarten. Ja, vor allem der letzte Boss. Ja, der letzte Boss, das war ja so 2 Sekunden, war er down, oder? First try, oder? Nicht ganz. Ich glaube, das war der 15th try. Mindestens. Und heute machen wir weiter. In Velik. Wir sprechen mit Siebel und... um die Göttin Velik aufzusuchen. Zwiebel, ja genau. Die Zwiebel. Dann starten wir mal, Freunde. Wollt ihr meinen Sinn? Oh mein Gott. Teleportation, Veliks Zuflucht. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir haben keine Ahnung. Umso spannender wird es natürlich wieder. Vielleicht wird es ein magisches Special für die 50. Episode. Vielleicht wird es ein katastrophaler Fail. Lass uns überraschen. Oh mein Gott. Veliks Zuflucht. Wow, Tempel. Oh. Hallöchen. Die Heilige. Göttin. Heilig. Boah, die Beine. Topmodel. Ah, die Beine, du. Ich seh's noch, ich hab vergessen zu bestätigen. Ganz steig, Mikandia. Ah. Die Göttin Veliks. Oh. Offenbarung der Göttin, liebe Freunde. Was? Ist die riesig? Und ein Video. In meiner Stadt ist immer Platz für Helden wie euch. Besonders in finsteren Zeiten wie diesen. Trotz eures Sieges gibt es noch Schatten, in Velika und anderswo. Ich spüre eine große Verschwörung, die alles ins Chaos zu stürzen droht. Ich befehle euch, spürt die Verschwörer auf, folgt ihren Spuren, wohin sie auch führen. Auch wenn dies die Ära der Sterblichen ist, vermag ich euch göttliche Kräfte zu schenken. Nehmt meinen Segen und fliegt. Jagt jene, die uns von innen zu zerstören. Das war doch mal eine Ansprache hier. Von der guten Velik, die Göttin hat uns... Bei dir fertig? Ja. Sashia, alles wartet wieder auf dich. Tja, Freunde, das war meine Ansprache, oder? Yep. Aber was hat sie mit dem Segen auf sich? Die hat uns ihren Segen jetzt gegeben, oder? Nee, hat sie nicht. Ist eine Räderin. Ja, das ist doch verzaubert. Ich bin unter ihrem Rock. Sieht man doch was? Alter, mein Hörner steckt in ihr drin. Ich seh nur... ich seh nur einen Fuß. Ich seh gar nichts. Oh Gott, das ist cool, ey. Oh Mann. Die Göttin, und die steht halt nur dran und mit ihrer Macht. Die schwebt halt, gell? Vielleicht können wir... Sie hat doch gesagt, geht raus und fliegt. Vielleicht können wir jetzt fliegen! Ja,
Probier's auch. Ich will gerade rausspringen, aber es geht leider nicht. Nee, geht nicht. Wie kommen wir jetzt hier weg? Das, bei mir ist so Teleportal wieder. Okay. Ihr müsst auf jeden Fall irgendwas zerstören, Zigsaw, oder? Nee. Doch. Irgendwelche Bedrohungen zerstören, hat's er erzählt. Ja, ja, stimmt. Hast du denn eine Zugkürzer Ski oder was? Wahrscheinlich abgelenkt von einer riesen Hörner. Ah ja, Leute, du redest doch die Hörner. Die hat andere Hörner. Achso, ja, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Die hat riesen Hörner, die Frau. Okay, dann müssen wir jetzt wieder mit der Zwiebel reden, oder? Mit der Zwiebel? Kann man das? Apropos Hörner. Ich glaube, da bin ich jetzt schon zum dritten Mal, da bin ich schon drauf geguckt, da, ne? Wollt ihr meinen Segen? Offenbarung der Göttin. Ah, Vierhörner. Was hast du da, Vierhörner? Vierhörner. Du hast schon Vierhörner. Du hast Vierhörner. Das ist richtig, wie kann der hier echt Vierhörner? Hier, fass mal an. Warte. Slash anfassen. Geht nix, oder? Nee, leider nicht. Slash bekrapschen. Gut. Macht's auch nix. Och man, müssen wir wohl doch zum Samen gleich zurückkehren. Ja. Langweilig. Langweilig. Mann, wir wollen Action in unserer 50. Episode. Servus, Leute! Da ist da viel los. Hey, Grüße an alle Spieler, die hier gerade unterwegs sind. Immer graue Gestaltung. Ja, gell, das braucht irgendwie bei mir heute auch so lang zum Laden. Naja, was willst du machen? Wahrscheinlich, weil es so viel los ist in Velika. Mhm, ja, auf jeden Fall. Samael, ja, ja. Wir kennen uns ja auch schon nicht. Hallöchen. Leider. Legt Wert auf die Pflicht, nicht auf den Ehrgeiz. Was? Hier geht's gleich weiter. Ah. Okay. Chebika, wir müssen noch von Velika nach Chebika. Wenn er bei ihm das bekommen, und oder? Chebika ist wo? Ja, irgendein Gegenstand. Aber das... Amtstag der Zwiebel. Sag ich ja bitte was? Amtstag der Zwiebel. Ja. Okay. Du wahrscheinlich nicht. Nee, ich versteh's gerade überhaupt nicht. Geschenk der Zwiebel habe ich bekommen. Weil du ja... Weil das ist unmöglich schlecht. Das ist unmöglich schlecht. Ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt einen Pegasus nach JBK nehmen. Machen wir das gleich, oder? Ja. Gehen wir nach JBK. Ab geht's. Seid ihr schon unterwegs? Auf zu neue Ufern. Ich bin schon fast da. Ich brauche noch ein bisschen. Ich auch. Ich betrachte Mikandia gerade von hinten. Von hinten? Von hinten. Pervers. Das ist ja pervers. Das ist ja pervers. Boah, Miki, Anja, du teleportierst dich bei mir die ganze Zeit so 2-3 Sekunden nach vorne. Echt? Ja, ja. Also bei mir läuft flüssig. Irgendwie dauert es zu lang zum Laden. Ich hab grad das Schäfer überholt. Wie kann der geht's bei dir noch, ey? Das ist ja dein Arsch ist zu breit. Jetzt der Schäfer ist fett geworden, ey. Ich lahm wie die Sau. Ja, ja, die Aufnahmepause hat das Schäfer nicht gut tun. Ne? Dich geh lassen. Lieber nur. Chebika. Fort. Wo ist denn Chebika? Ich hab keine Ahnung. Val Aurium. Hey, wo ist denn Südwesten. Ich finde es gar nicht. Chebika, hatte schon 2 Minuten. Schon nix. Auf nach Chebika, liebe Freunde.
Pegasus kommt auch nicht vom Fleck, ey, was hat die gemacht? Der hat riesige Probleme mit Pegasus. Weil es dann schwer so schwer ist wahrscheinlich. Stürzt leer. Du, vorm Ausgang vor Velika stürzt der Schier noch in den Tod. In den Fluss. In den Fluss und macht zum Beispiel voll die Atombombe so. Du, Riel. Oh ja. Und schon kann dir überholt. Ja. Ja, ich bin zu weit vorne, ich sehe euch gar nicht mehr. Ah, nee. Gerade bist du hinter mir. Ja, ich sehe gerade, ihr seid vor mir. Huch. Shit. Soll ich dich wieder überholt, Sascha? Ja, du hast dich teleportiert. Hat... Wie kann der cheatet doch, ey? Die portet sich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Bringst von der Heu mit, oder? Ja klar, das kann ich nicht lernen. Zeitstrahl! Boah, da wird er mir voll schlecht, wenn man ein bisschen Kamera dreht. Boah, wie! Immer ins Licht, gucke. Sieh das Licht! Oh, Wüste. Oh. Val Aureum. Latein. Was heißt das? Ich hab kein Latein. Das hat irgendwas mit einem Wal, mit einem Walfisch zu tun auf jeden Fall. Moin. Und mit Gold. Wieso mit Gold? Die kleine. Aurum. Also Aurum Walfisch, Walfischgold oder was? Genau. Walgold. Boah. Oh, Schipphalm. Boah, das sieht voll geil aus. Alter, Chebika sieht das mal richtig cool aus. Ja, hat was? Ja, da kann Holzhauser abstinken dagegen. Auf jeden Fall. Aber. Tourist in Chebika. Wer mal Sonnenbrille auspacken. Hat jemand was zum Eicreme dabei? Sonne. Ich glaube, noch einer wird's warm. Vaseline? Vaseline? Mensch? Wer wär's jetzt so? Und ich kann ja, ey, du leckst so rum bei mir, das geht gar nicht, ey. Bei mir steht's eigentlich. Bei mir steht's auf dem Vers. Was? Alter, wir sind ja auf so einem arabischen Markt, kann das sein? Guck mal, Ziege. Krasser Scheiß, Leute, ey. Jetzt geht's ab, wo müssen wir eigentlich noch? Hier ist irgendwo Fragezeichen in der Nähe, aber ich sehe es nicht. Ja, dann müssen wir hier rum. Auf jeden Fall eine neue Ortschaft hier und die sieht auch endlich mal neu aus. Nicht so wie Crescentia, Holzhausen, Popolion, die sahen ja alle gleich aus. Und liebe Freunde, wir haben es tatsächlich Luftballons hier. Unfassbar. Guck mal, der Händler hat Luftballons hier. Geil. Stimmt. Kann man die UFO im See? Der UFO im See. Das mache ich nicht zum ersten Mal. Siehst du überhaupt noch richtig, wenn du UFOs versiehst? Ich weiß auch nicht. Ich will mal, ich kann den Händler nicht aussprechen, verdammt. Ich will Ballons! Gib sie mir. Ich bin dein Vater. Wer ist das? Was geht denn hier ab? Wie kann dir? Ja. Wie geht's dir, wie kann dir? Gut. Ich bin deine Mutter. Yes. Wie kann dir? Ja. Das ist ja pervers. Das ist richtig. Leute, was machen wir eigentlich? Du Riel. Ey, die Sonne, wenn schon Sonnenstich kriegt, hier eine arabische Sonne. Total, ha. Glaub's auch.
Hab ich verloren, ey. Wo reiten wir eigentlich gerade alle hin? Turin. Keine Ahnung. Die Ziege weiß ich den Weg. Ich hab Quest zu, aber ich glaube, ich hab ja. Doch, hier unten ist noch einer. Hier. Am Hafen steht noch so ein Hafensänger. Oh ja. Boah, der hat einen riesen Hafen, oder? Hey, oder? Größer als Hamburg. Oh Gott. Ich geh mal ein bisschen schwimmen. Ah, das Wasser spielt so. Der ist voll eklig. Ah, ii, Leute, hör du mal. Leute, das ist meine Pisse. Hä? Ii. Wer war das? Deswegen ist das Wasser so gelb. Und grün. Ah, das heißt, hier hat es auch einen blauen Touch bei mir. In der Ferne. Touch. Ah, du bist ein bisschen tiefer. Touch me if you can. Es setzt aus. 50 Folgen. Der Wahnsinn. Oh. O. O. P. O. Q. Oh, ho, ho. Liebe Leute. Hier, was hast du zu sagen? Finstere Minen. Mit deinem Ausschnitt, was hast du zu sagen? Finstere Minen, habe ich zu sagen. Finstere Minen? Hä? Ist das der Instanz? Kann das sein? Möglich, aber jetzt, jetzt zeigen wir mal rasch mal die andere, oder? Windessenz und findet Hebin. Windessenz? Beschafft Windessenz. Ja. Ah. Und der Kussbert muss man suchen. Kussbert? Ja, das ist ja auf der Straße zu den finsteren Minen. Okay. Sollen wir uns jetzt gleich mal auf die Reise machen oder sollen wir nochmal noch die Schönheit hier von Chebika genießen? Was ich Hebin finde. Also irgendwas sollte man in der Folge schon noch machen, oder? Hallo. Können wir jetzt einfach hier die Folge beenden? Ich würde sagen, gehen wir zum Kussbert. Dann weiß den Weg. Gott. Seid ihr hinter mir oder seid ihr vor mir? Also ich sehe Sashia dahinter. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Was ist nur passiert? Kommt zu mir. La 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 la. Und die arabische Musik auch noch redet, ist echt klasse gerade. Ah ja la la. Ja la schicken. Oh schicken Donner. Wie kann? Ander, ich will ja. Hey, der Kusper, der war jetzt wieder nicht weit weg. Finstere Minen. Der Lupus ist bei der finsteren Mine. Lupus? Achso, man lässt mal noch der Heavy, weil er ist der Hanne gerade weg, oder? Du meinst hoch? Heb ihn mal. Hä? Hier sind die Kiste, Leute. Bitte was? Welche Kiste? Hier, die liege hier. Ich bin schon wieder komplett verwirrt, hey. Ich weiß nicht, ich hab hier immer so Kiste ansprechen. Hallo, Kiste. Bei mir sprichst du gerade die Luft an. Ja. Sashia, hast du Drogen genommen, mal ganz ehrlich? So. Sashia, was ist mit dir passiert? Sie redet mit der Luft, oh Gott. Ich kann man denn mal interagieren? Jetzt sind sie weg. Die waren nie da, Sashia. Ich findet da Melzer. Moment. Der Allianzwettkampf beginnt nun, was ist jetzt? Was passiert denn gerade? Was hab ich gemacht? Du hast mit der Luft geredet. Sashia, wach auf! Hilfe, Mama! Lass uns jetzt mal den Hebi noch suchen, der ist doch hier gleich in der Nähe, oder? Ja, habt ihr nicht mit der Kiste gesprochen? Wir sehen keine Kiste! Ihr braucht die Kiste! Streitigkeiten von meinem Bruder heißt die Quest. Wo sind die Kisten? Streitigkeiten von meinem Bruder? Dann geht nochmal in die Stadt, dann habt ihr das vergessen. Mensch. Hopp. Warum sieht Sashia Kisten? Ab mit euch. Ist sie in einer Art Traum gefangen? Wo ist die Quest? Ja? Ah, warte mal, hier sind noch voll viele. Hier sind noch voll viele Quests, Alter. Voll viele. Für die Föderation. Neuigkeit von meinem Bruder. Ja, das war's. Was hast du sonst noch? Hier ist noch irgendwo Ausrufezeichen hier in der Nähe.
Ich sehe es. Sicher? Es ist eigentlich direkt vor mir, aber ich sehe es nicht. Ah ja, stimmt, ich sehe es auch. Ah, hier, ah ne, schon wieder. So eine Tafel. Ach so. Oh Gott, zu viele Quests. Lass mal nee, raus. Das lass mal Freunde, raus. Das, wir kümmern uns jetzt mal um die Kiste, die Sashia sieht. Zungebrecher, oder? Ist zu viel für mich, ey. Die 50. Folge zerstört mich, Freunde. Ah, da ist die Kiste. Oh mein Gott! Weißt du, da mal eine Pause zwischendrin? Ich sehe keine Kiste. Wie kann ja, du lagst bei mir gerade im Sand drin. Also, wie kann ja, das, die Kiste halt rum, das ist unfassbar. Hey, komm, heute spackt Terra generell rum. Warum? Ja. Was ist hier los? Da Melzer! Ich auch beim Lupus offen. Können wir einfach schon zum Hebbeln, oder? In der Finch. Bitte? Ja. Zum Hebbeln. Hebbeln, okay. Aber dann nicht leisten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Ein paar Minuten. Boah, ein paar das Minuten ist gut. Ist doch egal. Hast du ja schon was gesoffen, Sashi? Mal ehrlich jetzt. Oh, hier sind neue Steine. Ich kann dir, warum greifst du diese Monster an? Oh, Fragment. Ha. Oh, Relikt. Ich hab's bekommen. Jetzt hast du mit Absicht was zu Cheater, ey. Natürlich hat's Mikanya wieder bekommen. Mikanya. Weißt du, erst cheatet sie hier rum, dass ich dauernd teleportieren kann und sowas. Volles Arschloch, oder? Muss ich auch mal rauslassen. Furchtbar, ey. Jetzt komm ich. Na, du triffst ja nicht mal eine Scheune, Tor. Komm, mir helft da mal. Und natürlich. Blumen und Haken. Kein Fortman. Ja, weißt du, wenn man die wenigstens töten müsste, Leute, aber das bringt doch so nichts. Nee. Nee, was macht ihr da auch, Mensch? Du hast doch gerade Angriff, oder? Jetzt ist die Frage. Hier der Weg entlang. Da geht's zu einem Lager nach oben oder zu der Mine. Ich will in die Minen. Dann gehen wir in die Minen. Jemand Einwände? Nö, gehen wir noch in die Mine. Titus, Waffe. Ah. Ja, ging. Auf jetzt. Auf die Pferde, Freunde. Los, hopp. Wieso bin ich so lahm? Weil du fett bist. Alle überholen mich, ey. Das stimmt doch was nicht. Ey Leute, wartet auf mich. Sashia, wir sehen uns dann in 3 Folgen. Wie kann ja nicht rushen schon mal durch, bis du dann kommst. Immer die Abkürzung, Duri, oder? Ja, Wetter mal, wir kommen nicht hoch. Das wäre jetzt der Fehl des Jahrtausends. Duri! Hä? Er schaut aber. Ja. Die Minen. Warte. Was erwartet uns in diesen Sashia Minen? Sashia hat es auch geschafft. Sashia muss sich erholen, liebe Freunde. Deswegen. Alter, jetzt. Lass mal eine Warnmagie-Bombe, nein. Das ist jetzt eklig. Ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Oh mein Gott. Vor den Ruinen. Das heißt natürlich für euch, Freunde, ihr müsst wieder einschalten in der nächsten Folge, wenn ihr wissen wollt, was in diesen Ruinen ist. Denn wir haben jetzt 50 Folgen Terra geschafft. Auf die nächsten 50, würde ich sagen. Wow. Bis dahin. Ciao. Ciao. Yes. Mimi. Ich versteck mich mal hinter dir. Ist noch besser. Man muss doch mal die Stimme ein bisschen ölen. La la la. Der schlägt schon die Hände voll im Kopf. Zu Recht so. Darf man ja nicht veröffentlichen, was wir hier machen. Slash.
fassungslos. Willkommen zurück bei Let's Play Terra Rising. Wir sind immer noch im Feenwald. Wir sind Sashia, aka Yoshimitsu, und ich, Mr. Duriel, der dicke Amani. Hey Leute. Was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei... Nochmal von vorne, oder? Jesus, was ist los, ey? Was ist passiert? Hallo Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Terra Rising. Mr. Duriel, Sashia und Mikandia sind wieder zurück. Hallo! Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terra Rising. Mr. Duriel, Sashia und Mikandia zurück in Action. Hallo. Scheiße. War gut, oder? Himmel, hilf mir. Kommt ein Outtakes, oder? Ich schaffe es! Ich geh mal vom Mount. Duriel! Ich komm nicht hoch! Duriel! Ist das so gut wie Orba immer? Ja. Wir gehen mal runter, jetzt probier's. Der Dicke. Wahrscheinlich braucht er den ganzen Brunnen für sich.